Ey, das ist. Das ist so episch. Mach mal, ja, ich wollte gerade selber sagen, das Treffen in der Lounge finden. Achso, ich fange wieder von vorne an. Okay. Kann ich etwas für Sie tun? This is Chekhov. Komisch, ich musste dir... Hier spricht Chekhov. Ich habe dort unten einen Narkotaktiven erkennen können. Haben Sie etwas bei den Delegierten entdeckt? Der Bauch. Jetzt geht da fast einige Spuren. Jemand war vor kurzem hier in der Gegend. Gehen Sie zur Waffenkammer zurück und sehen Sie nach. Ich treffe Sie dort. Bestätigt, oh, schenken Spiel. Bacon, Ende. Sogar auf Deutsch Kantine dran. Wie geil, ey. Ich will erstmal hier. Vor allem diese dicken Schlauanzüge hier. Also, es ist echt Wahnsinn. Das ist genau cool. Wie in der Folge. Das ist die Frisuren von denen da hier sind auch so heftig. Hammermäßig, ey. Also, ich höre da noch hin hier. Das fängt sich doch von vorn, glaube ich, an. Egal, aber ich finde das so geil, so akustisch. Also, die haben. Aber auch die Klamotten sind jetzt nicht schlecht. Bei der Rekreierung dieser Szene hier haben sie sich so dermaßen selbst übertroffen. Auch wenn hinten an den ganzen Fahnen hier nichts draufsteht, ne? Das sind alles nur schwarze. Oh Gott. Stimmt. Ja. Oh, das ist so schwarz-trist. Meinst du, das Essen schmeckt? Diese Farbkugel? Volkan, I will speak to you. Okay, das reicht auch langsam. Wir müssen jetzt wieder... Haben fertig gegessen? That seems unavoidable. Chekhov, Waben von Kammer. Nee, dahinter. Was? Oh, Tarsis hat gerade gehüpft bei mir. Ich setz mich da hinten. Chekhov. Sie scheinen unterwegs zu sein, auch wenn ich immer noch viele falsche Signale auf den Sensoren bekomme. Lassen Sie uns das Deck prüfen. Wie sagt man so schön? Zwei Köpfe sind besser als einer. Was? Zwei Knöpfe sind besser als einer? Zwei Knöpfe sind besser als einer. Richtig, gehen wir zur Kreuzung rüber und sammeln, okay. Let's go. Let's go. Party. Let's go, Party. Was? Na cool, Scanner. Ich scanne. Wir scannen alle gerade mal. Warum habe ich eigentlich einen medizinischen Rekorder? Naja, weil wir doch nach Biosignaturen scannen. Ja, aber wo habe ich denn her? Ich gucke mir gerade mal den Vater an, hinten ist was rot. Hier gehen wir in die Richtung. Hier wieder. Achtung. Bio, bio, bio. Ich scanne, glaube ich, eher gerade dich. Wow, chicka, bau, bau. Geil. Beobachtungsdeck, okay. Moment. Zum Glück scannen wir immer doppelt. Was? Was? Ich bin noch nicht fertig. Da hinten. Oh, guck mal. Oh, der rollt den Schinken. Der hängt den Schinken zum Trocknen auf. Oh, das ist vorbereitet eigentlich. Alter, guck mal, wie der drin hängt. Er hat den Schinken da reingesteckt. Den lecker. Ein Williger wäre und es wäre mehr. Wir können leider nichts für Botschafter Goff tun. Wenn ich mich richtig erinnere, wird Captain Kirk als nächstes angegriffen. Auf Deck 5. Rücken wir aus, bevor es für Kirk zu spät ist. Aber wir gehen wahrscheinlich nicht durch die Jeffreys Röhre, oder? Aber wir gehen. Na, nicht durch die Jeffreys Röhre, die ist verstopft. Die ist gerade blockiert. Wir treffen hier auf Kirk? Vielleicht. Egal, deswegen, ich will gar nicht rummachen, ich will hin. Kirk, wo ist er? Das wäre. Nein! Wow, 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 wow! Captain Kirk ist tot! Er ist tot, Jim! Maler hier, Digga, ne? Die können ja gar nichts! Und vor allem, ich hab gedacht, alle Schiffe haben Phaser-Detektoren und wird ein Alarm auslösen, sobald die auf Waffen feuern. Aber wir haben ja, zukünftige Phaser. Vor allem ist deine Mörserwaffe hier einfach so ein Dings von. So ein Bambus mit Zeug drin. Die Wunde des Kapitäns ist schwer. Er wird verbluten, wenn wir nicht helfen. Stabilisieren Sie ihn schnell, Doktor. McCoy wird bald hier sein. Das muss ich machen. Mach. Kirk stabilisieren. Ah, wie geil. Sie haben Kirk quasi mit dem Gesicht zum Boden reingebaut. Das ist toll. Und das klingt, als wenn du nur Klebeband drum wickelst. Meinst du, wegen beschwert? Der Lizenzen oder was? Ah, oh, den Kirk-Knackarsch haben sie nicht lizenziert. So, ich hier nochmal Chekhov sprechen. Gut. Gut, der Captain scheint stabilisiert zu sein. Wir müssen los und ich habe hier eine cool Technologie in der Ingenieursabteilung erfasst. Ah, ich glaube, du musst mal was trinken, was da aus dem Hals stecken. Dann müssen wir in der Turbo-Lift entweder zurück oder gar nicht. Ja, halten sie das auf. Obwohl, gehen wir da lang. Gehen wir da lang, da waren wir noch nicht. Ich kann nicht draufdrücken auf. Gehen wir da lang, da waren wir noch. Da kommen wir doch her, oder ist nicht hier? Oh, ich habe ein SNR. Quartier. Was, Kirk, Quartier? Ich habe Server not responding. Ich bin vom Server getrennt. Ja, der Don ist weg. Tschüss. Hier, das Flugzeug. Guck dir das Flugzeug an, Mann. Ein Flugzeug. Ah. Wir müssen eher auf den Don warten. Wir haben dann not responding. Oh, ist das alles. Ich locke mich mal wieder ein. Komm, ich hüpfe auf den
Kirksbett rum. Auf Kirksbett hüpfen. Party auf Kirksbett. Nicht besudel Kirksbett. So, ich. Was? Mein Team? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wir sind in Kirksbett rollen. Wir sind in seinem. Ja, wo seid ihr denn lang gegangen? Weil ich, ach, hier. Guck mal auf die Map. Dass jemand hier auf die Map guckt. Bin ich schon da? So, jetzt gehen wir zum Turm. Hier, Alter, das Baseball-Bild hier an der Wand ist auch geil. Baseball? Ja, Baseball. Ach, Baseball. Aber nicht Spaceballs. Deswegen habe ich mich gerade gewundert. Wie hieß das Gerät, was hier in der Wand war? Das passt eigentlich eher zu Dingens, der hier zu Cisco, ne? Total klasse. Oh, was ist das hier für ein Weinchen? Hm, guter Tropfen, ja. Chateau de Pica. Das wäre seltsam, wenn das einer wäre. Aber das von 1900... Wieso, das Weingut kann es ja schon ewig geben. Was ist das? Aber 1985. Chateau de Pica. Was geht hier nochmal? Weiter. Turbolift-Turm, Ingenieursabteilung. Warte. Okay. Nein! Was? Bist du stehen geblieben? Ich bin unter euch. ich bin's mal nicht. Aber ich kann alles sehen. Okay, ich beam mal hoch. Ja, beam mal hoch. Das kann ein Stück dauern. Sekunde, ich komme gleich wieder. Aber hier unten wackelt sie, hier unten zittert's. Hä? Jetzt ist sein Brückenoffizier ist weggebeamt. Ja, er ist hochgebeamt. Ja, weil ich mitkomme. Ach so. Ich muss jetzt wieder runterkommen. Jetzt hast du wieder dein Bambus-Ding hier aufgeschnitten. Genau. Das Geile ist, wenn das hinhaut, komme ich mit 3 Brückenoffizieren. Pump. Irgendwas explodiert hier. Ich bin jetzt wieder im. Ja, hier scheppert's ganz schön im Karton. Da ist noch. Ist das Nakul? Warte mal. Nee, Scotty ist es. Ach, Scotty ist da hinten. Ah, shit. Das ist definitiv jetzt scheiße. Warum? Kommst du jetzt nicht, mehr in unsere Episode rein? Nein, ich muss das von neu machen hier auf dem Schiff. Oh. Hoppla. Macht euer Zeug, ich mach das jetzt schnell hier. Achso. Warum schießt er denn auf Scotty? Ich hab nicht geschossen. Das war der Phaser. Das war ein Versehen. So, Scotty. Oh. It's complicated, oh, Scotty. Moment, ich beende nochmal. Okay. Jemand hat eine Bombe platziert. Ich kann sie nicht entschärfen und gleich. Da muss ich aber beides machen. Mach du mal, Scotty. Okay, ich mach ihn. Jemand hat mir eine Bombe platziert. Ich kann sie nicht entschärfen und gleichzeitig den Antrieb steuern. Halt, Jacob, sind Sie das? Sie sehen älter aus als ich, alter Knabe. Und Sie, das letzte Mal habe ich Sie auf der Drosana-Station gesehen. Geil! Sorry, auf der Drosana-Station gesehen. Damals war es schon seltsam, doch diesmal ist es noch merkwürdiger. Es ist kompliziert, Scotty. Wir wurden auch in die Zeit zurückgeschickt, um die Enterprise vor ihrer Zerstörung zu bewachen. Die Aliens versuchen, die Zukunft der Föderation zu verändern. Wir haben keine Zeit für Erklärungen. Sie müssen uns vertrauen, alter Freund. Wir wollen nur helfen. Okay. Och, nicht schon wieder! Meine Güte! Wir können anfangen, dieses Schiff zusammenzuhalten und schaffen Sie diese verdammte Bombe weg! So rein. Was wir tun sollen. Also noch den Text? Rein ironisch habe ich mir gerade gedacht, hätten wir eigentlich den Patch da auf Dienstag legen müssen, ne? Was sollen wir denn jetzt eigentlich machen? Was? Ich weiß nicht, hier ist irgendwas für mich, glaube ich, zu tun. Energie auf Schild 2, 4 und 6 umleiten. Was ist das? Was? Reparaturdienst auf Deck 5, 11 und 19. Ich leite mal um. Leite mal um, mach mal irgendwas. Oh, hier passiert was. Hier dampft was. Now check on that bomb. Okay, jetzt Bombe. Ich bin bei der Bombe, okay. Gut, du machst die Bombe, ich... Ich mach die Bombe, du machst den anderen Scheiß, genau. Ich kann nicht viel tun. Hilfsenergie auf den Antrieb müssen wir jetzt machen. Ah, warte. Ja, toll, Reparaturdienst auf Deck 5. Das ist der falsche, nein, nicht das. Du musst die Hilfsenergie auf irgendwas anderes... Ach, hier ist noch was, auf Hilfsenergie, auf Antrieb, ne? Ja, hört sich gut an. Ich tu, was ich kann. Pass mal. Das kriegen wir hin. Also ich kämpfe okay, ich bin an der Bombe. Ich bin an der Bombe. Ich hab jetzt gleich mit den aufgehangenen schicken Speck. Reparaturteam auf Deck 11 haben wir jetzt. Aber bleibt, bevor ihr das Deck verwechselt, wartet mal auf mich. Okay. Good work. Now check on that bomb. Okay, ich muss Bombe. Wieder Bombe machen. Ich mach Bombe. Oh, Cutscene. Oh! Ich glaub, ich hab's geschafft. That's got him. Jetzt hab ich einen TNG-Recorder in der Hand. The captain's ordering me to cut the power. Der Duhan hat den so krass gesprochen, ey. Ist ja unglaublich. Oh, was passiert? Was ist das? Acht Wuppbombe. Da hat die Enterprise ihr auch mal fett eine gegeben. We can't disarm this bomb, but we need to get to that Orion ship anyway. Ah. We can take it with us. Why not just beam it into space?
We can't let that ship be captured. It has dangerous technology on it. Scotty, I need you to trust me. That ship needs to be destroyed. Take 5 gain. You can't tell anyone what happened here. It could damage the timeline irreparably. Besides, I'm captain now. Allein schon, dass wir technically outranked. Ich glaube, die Zeitlinie ist schon so 1000 Mal kaputt gegangen. Once you're ready, I'll send you and that bomb over. Ja, okay. Super. Ich wollte schon mal mit einer Bombe zu gebeamt werden. Genau. Bist du da? Was? Moment, ich tu grad die Ridian-Sprung. Achso, erstmal ablehnen. Moment, ich warte an der Bombe noch, bis alle dann bereit sind. Bis Suran an der Stelle ist, warten wir einfach mal. Wie gesagt, ich müsste jetzt zu euch runterkommen. Ich habe gerade Kirk stabilisiert. Oh. Ja. Ingenieursabteilung. Hoppala, ich habe auf die Bombe geschossen. Nicht auf die Bombe geschossen. Entschuldigung. Jetzt ist nur das Problem, ich bin jetzt bei einer Maschine, aber ihr seid nicht da. Da wenn, dann gehen wir gleichzeitig in andere Ding dann rein. Du gerade noch schnell das Bombending machen. Ups! Psch, na, hörst du auf damit? Aber ich glaube, der Phaser schießt endlich wieder geradeaus. Ja, das ist nur, wenn du auf ein Ziel zielst. Achso, wenn du auf einen Gegenstand. Achso, okay. Oh, die Phaser haben sich gekreuzt. Nicht die Phaserstrahlen kreuzen! Also bevor die Map wechselt, sagt Bescheid, ne? Ja. Dann sollen wir es gleichzeitig machen, dann müssen wir wieder relativ gleich landen. Dann wollen wir mal. Energie auf Antrieb. Bist du ein Gott? Akzeptieren? Oder? Dann? Ich akzeptiere. Jetzt. Los. Ne? Ja, ich hab nichts geklickt, ich hab nur akzeptieren geklickt, ich wusste nicht. Ich muss jetzt mal die Bombe entschärfen hier. Was? Ich muss ja das, was ihr gemacht habt, alles auch machen. Ich bin ja komplett wieder von hast vorne du die gewesen. Hast du die Bombe angeklickt, Don? Ich dachte, wir warten auf Suchan, bis er damit fertig ist. Ja, ich dachte, er wäre jetzt soweit. Nein! Nee. Ja, jetzt ich hab gesagt, dann sag Bescheid, weil ich nämlich noch brauche hier. Toll, jetzt sind wir auf dem Schiff drüben. Wir müssen warten, bis Suchan hier rüber biegt. Wir sind immer noch bei der Bombe am Entschärfen. Wenn er noch zu uns kommt überhaupt. Oder wir müssen alle noch mal raus, wieder rein. Deswegen war ich die Idee, das gleichzeitig zu machen. In Hoffnung, dass wir dann, weil wir noch im Team sind, das gleiche. Griech! Hallo! Boom, was hast du da reingeworfen? Ich hab gar nichts gemacht. Aber, also wenn, müssen wir alle nochmal rausbeamen, dass das klappt, glaube ich. Nee, da müssen wir die ganze Mission nochmal von vorne machen. Nee, meinst du? Da kommt noch einer. Oh. Hallo, was geht denn hier ab? Granate! So, ich beam jetzt im Orionerschiff. Komm rein. Ich glaube, wir sind komplett in getrennten Instanzen gelandet. Kannst du die Map wechseln? Dann müssen wir einen Mapwechsel gleichzeitig machen. Ja, aber wir kriegen ja gar keine Anforderungen. Also ich glaube nicht, dass das hilft, dass wir die... Nee. Die müssen wir jetzt getrennt zu Ende machen, die Mission. Hast du schon den Krieg jetzt am Anfang durch? Ich bin jetzt auf dem Orionerschiff. Ja. Dann kommt gleich welches zur Tür rein. Ja, pass bloß auf die Tür auf, ja. So. Hm? Hallo? Hier. Ah, was hast du da gefunden? Jawohl, mein Captain. Irgendwas habe ich gemacht. Ich weiß noch nicht was, aber ich habe irgendwas gemacht. Ja, Papa Tim, wenn wir rausbeamen, wieder reinbeamen, haben wir gerade die Angst, dass wir das von vorne machen das müssen. Das habe ich ja gemacht und dann musste es von vorne anfangen. Das ist komisch. Oh, ich habe ja noch so eine Sicherheitskonsole, warte mal. Mach du mal was? Ich bin Techniker, ich kann das kurz schließen. Dann muss ich mit diese ganze Mission auf der Enterprise neu machen. Und du? So, weiter. Da ist Griech. Ich wäre ja kein Sternflottenschwein, wenn ich das nicht hinkriegen würde. Aber es ist geil, wie das Interview komplett aus der Enterprise genommen wurde, ne? Aua. Ich habe wie grünes Zeug dran. Oh, fett, der hat sich voll aufgelöst. Desintegriert. Okay. Oh, Alter. Ja, hier ist viel, viel geiles Zeug, was hier rumliegt. Ja, aber ich kann es nicht mitnehmen. Hm, toll. Aber hier ist eine Tür. Oh, da ist noch einer. Granate! Der. Oh, er hat auch eine geschmissen. Das hat er irgendwie gehört, ne? Karate! Oh. Da stehen drei Nakuls nebeneinander. Nee, das ist so eine Verzerrung hier. Erstmal. Okay. Also, ich bin jetzt in dem Raum. Ich habe ihn mal umgenietet. Auch nochmal so eine Bombe steht. Bombe? Was? Bombe? Ja, da sind wir jetzt auch. Bombe? Ich bin gerade gestorben. Ach hier. Ja, die steht hinter dieser einen roten Konsole. Chekov frickelt gerade an der Bombe rum. Na toll.
Ich werde versuchen, die Bombe in den Maschinenraum der Orionerschiffes zu platzieren. Geben Sie mir Draco. Halten Sie sie im Garten fest, damit ich mir nicht in den Rücken schieße. Okay. Ich halte sie von Ihnen fern, Jakob. Klingt so, als würde ich hier mal wieder so ein Granatending aufstellen, wa? Ding auf, genau. Ich gehe auch mal die Hocke um. Da kommen sie auch schon. Granate! Aua, der voll weg. Diese blöden Immunschilde gehen mir so auf den Sender. Was, Immunschilde? Ja, diese Verzerrung, die sie denn aufbauen. Dann musst du erst die Verzerrung kaputt machen. Nicht mal ganz, die haben einfach nur einen Cooldown, die sind ja irgendwann weg. Bumm! Aber das der haben hat voll die, getreten. Das haben die in ihre Schiffe auch, das geht euch voll auf den Sender. Ich weiß jetzt eine Granate voll in Arsch hier. Oh, ich stehe hier mitten im Plasmafeuer, das ist vielleicht ungünstig. Oh, hört auf mit eurem Immunschild, ich dreh durch, ey. Wie lange dann noch? Ja, du musst die Verzerrung erwischen. Ja, aber wo ist denn die Verzerrung? Die sind in der Tür, die habe ich gerade entsorgt. Ach so, oh. Zum Glück hast du mich, ne? Der ist ja schlau, ne? Wart. Lass dir die Verzerrung woanders versteckt. Oh, die Stühle brennen. Der Stuhl brennt. Die Bombe ist implatziert. Nimm mal Fritz Rad, wir müssen hier weg, bevor wir nehmen. Schiff hochgehen. Bist du soweit? Nein, ich bin ja gerade noch am Wegballern hier. Achso. Oh, der Photon. Ich muss hier noch Checkoff beschützen, während da die Bombe liegt. Ja, das haben wir gerade gemacht. Genau. Also. Ich bin ja noch am Wegschießen. Ich habe hier mal das große Gewehr ausgepackt. Das war irgendwie praktischer. Außer ich halt einen Freundschaftsdienst. Was? Der Nebel unter der Decke sieht aber auch geil aus, muss ich sagen. So, beams hier uns hoch, Dennis, kann ich drücken. Bacon an Dennis, bitte ja, kommen. Auch, okay, ja. In 3, 2, 1, los. Feuer! Akzeptieren. Ich glaub nicht, dass wir auf dieselbe Map kommen. Oder Umuk hat er mal zugeschlagen. Und BUMS! Ja. Bam! Shazam! Aber ich glaube eh, dass die Mission jetzt langsam auch vorbei ist, oder? Denke ich eigentlich auch. Jo. Wir müssen unterschiedlich, aber ich glaube, die Mission ist hier vorbei. Mit Daniel sprechen. Das war knapp. Ich bin froh, dass ich sie rechtzeitig erreicht habe. Sie sind beide wertvolle Agenten. Natürlich wird niemand erfahren, was sie heute getan haben, außer Commander Scott. Es wird auch nicht das Seltsamste sein, was er in seiner Karriere sehen wird. Nicht einmal annähernd. Okay. Ist eine Anspielung auf irgendwas Seltsames, was er gesehen hat? Das könnte unser nächstes Treffen etwas heikel machen. In der Tat. Gehört zum Job, fürchte ich. In der Zwischenzeit kann ich Sie zum Captain Chekhov wieder. Kann ich Sie und Captain Chekhov wieder in Ihre entsprechenden Zeitlinien zurückschicken, wenn Sie bereit sind. Ja, denn? Ja, danke denn jetzt. I'm so ready. Oh, Chekhov will noch was von uns. That was quite an adventure. Was für ein Abenteuer. Ich denke, Sie sind ein toller Zettergang mit meinem Freund. So schön es auch war, die Enterprise wiederzusehen. Ich muss mich nun an anderen Pflichten widmen. Wir bereiten uns auf ein Jahr, auf ein sehr, sehr, sehr ernstes Ereignis vor. Die Schlacht von Procyon 5. Dieser Konflikt wird das Schicksal von... aber darüber müssen Sie sich jetzt keine Sorgen machen. Genießen Sie Ihre Zeit in der Vergangenheit. Eine Zeit wie diese kommt nie wieder. Erstmal fett anteasern, ey. Ja, das ist so ein Nevandon-Style. Ja, genau. Dankeschön, ey. Danke, Nevandon. Stimmt, so. Danke für alles, Captain. Bis zum nächsten Mal. Zurück zum Sektor! Zurück zur Galor! Oh, die Folge. Also diese Episode schön. War super episch. Ja. So. So. Jetzt sind wir auf jeden Fall der gleichen Map. Yeah! Und yeah. Ja, wir kommen genau da raus, wo die Schiffe waren. Ja, ja. Okay. Und vor allem auch genau in die Richtung geschaut, wie die. Perfekt. Er fängt den Satz mit dem Tempus an. Heute. Heute. Hätte viel schief gehen können. Wir hätten wichtige Personen der Geschichte verlieren können. Sarek von Vulkan, James Kirk und die Besatzung der Enterprise. Die Liste ist lang. Aber dank Ihnen und Captain Chekhov wurde die Zeitlinie erhalten. Die Babel-Konferenz findet wie geplant statt und Corridan wird in die Föderation aufgenommen. Gut gemacht. Beobachten Sie weiterhin die Zeitlinie. Ich hoffe, ich kann wieder auf Sie zählen, wenn wir Sie brauchen. Wie soll man die beobachten? Beobachten Sie die Zeitlinie. Womit geht das? Weiß ich nicht. Was nehme ich denn jetzt hier in Vulkan? Neutrino-Deflektorschild. Oder nehme ich... Taktik-Team 23. Jahrhundert? Okay. Gibt Torpedo großflächig 23. Jahrhundert.
oder Torpedo großflächig 23. Jahrhundert. Oh, das ist für mich jetzt aber eine schwere Wahl. Ich nehme großflächig 23. Jahrhundert. Oh, das ist echt schwer. Ich nehme das Eigenschaften-Slot freigeschalten. Außerdem ist es ein Tellarit. Stimmt. Nehmen wir. Grüße, Captain. I have been assigned to the USS Pulled Pork. I am ready to serve as a member of your crew. Komisch. So, Grüße, Captain. Gellen. Paladin, was? Und Timeras, weißt du, warum du die Qualität ändern kannst? Ich kann die Qualität ändern. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Meinst du die Qualität im Stream? Also könnt ihr die Qualität... Ich habe keine Ahnung. Ich bin definitiv kein Twitch-Partner. Das ist wahrscheinlich einfach nur, weil aktuell auf Twitch keine Meisterschaften laufen. Wahrscheinlich gerade keine Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und irgendwelchen LCS-Kram oder was auch immer. Und deswegen sind wahrscheinlich Ressourcen frei. Das hat also nichts damit zu tun, dass ich irgendwie Partner wäre. Das wird nie passieren. Oder nicht so schnell jedenfalls. Ja. Auf jeden Fall war es geil. Ja. War eine coole Session. Ich bin schon sehr gespannt auf die nächsten Missionen. Und wir kommen ja echt gut voran. Ja. Gut. Gut, dann war's das wohl für heute, wa? Ja, dann war's das für heute. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei unseren Zuschauern, bei euch beiden. Ja, ich bedanke mich auch. Und wir sehen uns am Donnerstag wieder, ne? Donnerstag. Am Donnerstag. Donnerstag. Genau. Donnerstag. Bis dahin. Und Giveaway am Donnerstag. Nicht vergessen. Giveaway. Giveaway. Okay. Ja. Okay. Dann, tschüss.